spazieren, bummeln, shoppen, Freunde treffen, lecker essen und Gemütlichkeit und Gastfreundschaft auf einem extrem hohen Niveau erleben. Das sind alles Dinge, die das aktuelle Wochenende in Schermbeck absolut beschreiben. Denn das beliebte Sommerstraßenfest und das Gourmetfest Schermbeck genießen standen auf dem Programm. Wir waren bereits am Samstag, den ersten Tag des Sommerstraßenfests, vor Ort und haben uns einen Eindruck verschafft. Es wurde auch diesmal nicht zu viel versprochen. Auf der Mittelstraße verteilt konnten die Besucher viele schöne Artikel und Produkte erwerben. Dabei haben sich die Schermbecker Händler einiges einfallen lassen. Aber nicht nur die Schermbecker Kaufleute waren auf der Mittelstraße vertreten, ebenfalls viele weitere Stände, darunter etliche von Schermbecker Vereinen. Wir haben mit Frank Herbrechter von der Werbegemeinschaft Schermbeck über das Sommerstraßenfest gesprochen. Neu haben wir einiges, ganz Wichtiges, Traditionelles pflegen wir. Wir machen das jetzt zum 31. Mal und ja, sind stolz drauf, dass wir wirklich nur ein paar kleine Stellschräubchen drehen. Für die Kinder haben wir einiges Neues, ein paar schöne Fahrgeschäfte, ein kleines Karussell ist dabei, ein Riesenrad für die Kinder dabei. Altbewährtes sind die Holländer aus Winterswijk, die Gelderländer kommen immer am Sonntag. Diesmal nicht mit 5 Ständen, diesmal sind 8 bis 9 Stände avisiert. Ja, und auf der Mittelstraße ist reichlich Betrieb. Während die einen noch über die Mittelstraße schlenderten und bei herrlichstem Wetter die Shoppingtour genossen, waren viele andere bereits beim Gourmetfest Schermbeck genießen. Dort erwarteten die Besucher auserwählte Gastronomen, die ihr Handwerk fantastisch beherrschten. Wir haben mal einigen Köchen über die Schulter geschaut und auch nachgefragt, was die Spezialität des Tages sei. Topseller bei uns, das hat sich gestern rausgestellt, das sind auf jeden Fall die Flammkuchen. Da haben wir einmal Flammkuchen Elsässer Art und einen griechischen mit Schafskäse, Feigen und Honig. Ja, ansonsten haben wir eine Thai Curry Kokossuppe für den Kleinhunger noch dabei, Ochsenbäckchen mit Süßkartoffeln. Unsere Spezialität ist unsere Ente, die sich seit heute Morgen im Ofen dreht und wir hoffen, dass wir viele, viele heute damit glücklich machen können. Unsere Spezialität? Unser Münsterländer Aperitif, unser Amery, ein Himbeerlikör mit Walderdbeeren und Chardonnay-Sekt aufgegossen. Dann haben wir noch unseren Münsterländer Lagerkorn, einen fassgereiften Korn. Spezialität des Hauses ist unser Rumsteak, Black Ranch Roastbeef aus Argentinien. Gumetela ist ein Pflanzsteak und eine Saltimbocca mit schönen Kräuterschaum und Salat. Da bekommt man schon vom Zuhören Hunger. Bei optimalem Wetter schmeckte das Essen umso leckerer. Wir haben zwischenzeitlich mit Oliver Wirz, dem Organisator von Schermbeck genießen, gesprochen. Ich bin sehr zufrieden. Also der Start gestern war sehr gut. Traumhaftes Wetter, super Temperaturen. Und ich hoffe, dass wir heute dran anknüpfen können bis Sonntagabend. Heute Abend das Feuerwerk. Ja, ich hab Spaß, freut mich. Nicht nur die Auswahl an Gastronomen und das fantastische Essen machte das Gourmetfest zu einem unvergesslichen Ereignis. Auch das Ganze drum und dran, das Ambiente, die zahlreichen Blumen und die Dekoration waren einfach großartig. Nur ein Problem gab es aus unserer Sicht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Da gab es für uns nur eine adäquate Lösung. Einfach mehrere verschiedene Gerichte probieren. Wir können aus eigener Erfahrung behaupten, das Essen schmeckte fantastisch. Zum Abschluss des Beitrags lassen wir nochmal einige Besucher zu Wort kommen. Denn diese sehen das ganz genauso. Alle Jahre wieder auf Schermbeck genießen, schmeckt es uns wunderbar. Danke. Also ich habe die lackierte Ente gehabt und die war sehr lecker. Genau, also wir sind extra aus Frankfurt gekommen, um Schermbeck genießen zu können hier mit unseren Bekannten und haben es bis jetzt sehr genossen.